was haben wir jetzt als nächstes? Last Team Standing. RPG, Voice is Insurgent. Oh, das ist mal was Schönes zur Abwechslung. Oh ja. Ja, gut. Wobei mich auch tatsächlich schon Leute unter dem Video gefragt haben, wie man das spielen kann. Hab ich gesagt, das ist ein runtergeladener Job aus dem Social Club. Ganz einfach. Ja, warte mal die 30 Sekunden ab, ich geh noch ganz schön pullern. Nein. Schon wieder. Warum hat er sich nicht gerade beim Überlebenskampf schnell in die Ecke gestellt und gepullert hat? Warum steht hier ein Seifer drinnen? Und warum stehen wir hier zu dritt oben? Oh, das ist... Hä? Okay. Hä? Leck mich doch. Nee, besser nicht, aber... Das ist jetzt blöd. Kommst du da irgendwie runter? Also, das ist blöd, weil sonst wär's so einfach. Oh, tschüss. Okay, hat's gerade erledigt. Ja, das ist Grütze. Okay. Nein! Also, Markus ist schon tot. Hat sie Freitod gewählt. Cool. Der ist mit hier oben gespawnt. Ja, der ist hier, hier oben mit gespawnt. Und dann hat er natürlich runtergeholt. Nein! Er hat sich selbst. Ich wollte versuchen runterzuklettern, aber es ging nicht. Richtig. Das war keiner von uns. Also, es wäre jetzt easy gewesen, wäre jetzt einfach gewesen. Das bringt euch nicht. Und dann hier hoch, oder wie? Der Junge, ich hatte nur einen Sportwagen. Weißt du, was auch scheiße ist? Du kannst dir quasi den Vorrat an Autos schon wegschießen, weil du kommst mit den Raketen da rein in die Lücke. Aber nein! Ich bin so einen Schritt zu weit vor! Na super. Nein, 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 nein! Und du auch! Ich wollte dem Auto ausweichen. Enrico habe ich nicht getroffen, aber in dem Moment bin ich von dem Dings runtergerutscht. Enrico, gutes Ding, gutes Ding. Ja. Er ist den Buckel runtergerutscht. Geschenkt die Runde, geschenkt die Runde. Der hat nichts gemacht und gewinnt die Runde trotzdem. Tja. Ja, alles gut. Aber wie gesagt, das mit dem dritten Spawn hier oben, das war ein bisschen scheiße, weil Markus war ja quasi danach. Das hatten wir vorhin schon beim Last Team Standing. Das war bestimmt irgendein Fehler im Spiel oder so. Ja? Das ist eine Verschwörung gegen dich. Aber jetzt haben wir das einfach aufgegriffen, das letzte Spiel gerade. Ich sag mal so, schlecht war es nicht. Nö, es war auch okay. Es war wirklich gut. Es war heftig, ja. Aber wie gesagt, nach der ersten Welle dachte ich mir, okay, das wird jetzt ein bisschen enger werden, gerade mit 10 Wellen. Da tat irgendwann der Finger weh, ne, vom Schießen. Normalerweise sind das andere Sachen, aber... Ja, wenn du nicht da bist, gell? Ja. Kevin, nimmst du wieder den pinken, ja, ne? Und jetzt stimmt's wieder, verstehe ich nicht. Ja, wie gesagt, es war, keine Ahnung, was das ist. Egal. Okay. Es gibt tatsächlich hier Insurgents, es gibt tatsächlich hier auch Sportfahrzeuge, okay. Wie gesagt, die ist scheiße, die können mit der Raketen direkt in die Dings reinschießen. In unsere Autos reinschießen. Die eine Rampe da macht aber auch wenig Sinn. Erwischt. Scheiße. Ja, danke. Ich dachte mir, du übernimmst. Du nimmst den Rico mit. Also, ich war da gefahren. Hat er doch. Hat dir doch geholfen. Mir. Nein, ich dachte, du nimmst den mit, weil das nicht im Druck wäre, dass du auch noch stirbst. Nein, geht nicht. Man kann seine Partner nicht umbringen. Schade. Immer noch. Das ist. Verlernst du das mal? Ja, ich. Alles gut. Was ist denn? Bete noch da oben. Ja, ich wollte den Rico in dem Moment holen, aber in dem Moment bin ich halt erledigt worden. Ich war ja oben. Ich habe doch zu lange gebraucht, mit dem Auto um hoch zu. Siehst du, wo mein Auto steht? Jetzt, wo ich gekommen bin. Aha, wo du gekommen bist. Mhm. Wie hoch ich gekommen bin, nicht dass ich. Oder wohin? Naja. Wohin? Ja. Ja,
Ernsthaft, ich schieße schon auf unser Auto? Ja. Hoch! Ich brauche, fahren kannst du nicht. Nicht schlimm. Ist ja auch beschissen gemacht hier, ich muss mal sagen, hast du auch einen Winkel? Ich verstehe auch den Sinn dieser blauen Rampe da nicht. Was soll die bitte bringen? Ich glaube schon, dass ich den Sinn verstehe, weil du kannst wahrscheinlich auf das Haus, was da links ist, und dann kannst du von dort aus schräg rüberfahren oder wie so. Naja, nee. Da oben sind Waffen. Die können sich Waffen holen. Okay. Wenn die Karte groß macht, siehst du, dass da drüben eine Waffe liegt. Ah, gut zu wissen. Aber du kannst die Waffe eh nur nutzen, wenn du hier landest und aussteigst. Und wenn du aussteigst, schubst du eh. Du kannst auf dem Gebäude aussteigen oder von der Entfernung oder so. Und du kannst auch gehen oder nicht. Ist klar, ich fahr natürlich gegen Böhm. Du fährst natürlich gegen alles. Kriegt er bei dir auch das Spiel? Er fährt vor allem voll auf dich ab, Kev. Ich fahr auch die blonde Dame da ab. Na, was war das jetzt? Ups! Internet weg. Kevin, warum hast du mich alleine gelassen? Die schießen auf mich. Ich bin Bundesagent. Ja, und? Du schaffst das schon. Wer da oben rumläuft? Naja, wenn er 5 Minuten noch rumstehen bleibt. Au! Nein! Das Auto ist explodiert! Schade. Sorry, Kevin. Was kannst du eigentlich? Na, Brot kann ich hinlegen. Ich kann nichts. Ich will dich hinlegen. Ja. Hinlegen, breite Brett machen, gut aussehen, ja. Ey, das war jetzt. Weißt du, von Markus bin ich das gewohnt, aber dass du noch so gegen mich trittst. Und also vor allem. Schon am Boden. Ich trete lieber nicht. Und vor allem einen guten Eindruck hinterlassen auf der Matratze. Gut riechen, naja, das ist so. Gut riechen ist relativ. Alles klar. Kevin, ich hab meine Tage. Egal, guter Segler sticht auch ins rote Meer. Alter Schwede! Wollte ich gerade sagen, Kevin Star im nächsten Karibik-Film. Dim, 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 dim. Copyright. Deswegen habe ich auch nur gesagt Karibik. Mit John Spades? Meinst du der Film mit Johnny Depp? Alter, Schnauze. Nee, das Film mit Höschen war knapp. Hui! Oh! Diesmal nicht. Da bleibt gleich mal hier unten stehen, ne? Der Feigling. Jawohl! Aber Volltreffer!
Geh mal wieder runter. Danke fürs Helfen. Gehabt. Ich habe nur was Gelbes über mich wegfliegen sehen. Erstmal das Blaue da wieder runterschießen. Weg da mit euch. Mir hat mir eigentlich nur aus der Situation geholfen, dass ich da oben festgesteckt habe. Okay. War nur Selbstmord. War kein Tod von euch, aber ich habe trotzdem getroffen. Ja, aber du warst Selbstmord begangen. Schlechte Druckwelle. Jetzt. Nein, ja. Ich bin wunderbar. Ich bin wieder wunderbar. Vor Schreck rückwärts runtergefallen. Da wurde das Höschen kurz feucht und dann war er weg. Da war die Rampe zu Ende. Ach, sinnlos. Sinnlos. So, schau, da fliegt sie die Schlampe in hohem Bogen von der Rampe. Alter, ich war in deinem Team, du Opfer! Ja. Nicht kannst du, weißt du. Außer gut aussehen. Ich hab mich auf dich verlassen. Auf dich zu verlassen ist das gleiche wie verlassen. Ja, kannst du mal verlassen. Na komm. Noch ein bisschen was zu holen, wir holen sie noch. Wir gewinnen das Ding noch 4-3. Optimismus. Da muss er überhaupt schon. No. Ich dachte, du nimmst mich mit hier. Oh! Das ist das Krasse halt, du kommst mit den scheiß Raketen genau vorne an die Autos. Ist ein bisschen blöde. It? Oh Mensch! Nee. Das war jetzt doof, Enrico. Hat sich so. Ein Treffer? Bist mir gerade direkt vor die Nase gelatscht. Ja, egal, ich habe ihn doch trotzdem. Das war ein Treffer? Nein, du hast mich einmal. Nein, du hast schon auf dem Weg dahin schon einen erwischt von mir. Nein, habe ich nicht. Na doch. Doch, klar, ich hab doch bei mir einen Volltreffer bei dir gelandet. Okay, es war eigentlich nur einer, aber gut. Wundere mich gerade. Jetzt, Kevin, schon wieder? Ja, das gleiche dafür, dass die Karre nichts aushalten. Dong, um. Na, die Runde werden sie gewinnen. Das ist halt jetzt so. Alles gut. Dann so, weil ich hier behindert werde. Aua! Schade. Nö, ist klar. Nee, da hast du keine Chance, das brauchst du.
Aber alles gut. Ja, ich wollte sagen, Alter. So eine Schwachsinnsrunde. Die war komplett mal ja, zum Arsch. Da haben wir schon bessere RPG vs. Insurgents gehabt. Ja, nö. Das Problem dort war das Gestänge, was hinter den Rampen war. Was eigentlich realistisch ist, ja. Aber wenn du eben da hängst. Naja, ist halt so, ne? Kopf auf der Höhe. Ja, war gut. Ich stell mal jetzt was Neues an. Der Kevin schluckt halt so schnell. So. Ich was Neues anfangen macht keinen Sinn, oder? Nee, wir gehen jetzt raus. Das ist Schluss. Ja. Ich wollte noch gucken, was es jetzt gibt als nächstes. Ja, das können wir noch machen. Aber wir können ja. Können wir auch noch gucken, aber wir fangen es eh nicht mehr an, weil es bestimmt ein Überlebenskampf ist. Das Überlebenskampf ist sowieso nicht, aber wenn wir nochmal so eine Runde haben würden, ich würde sagen, können wir noch eine ranhängen, aber das war's dann aber auch. Nee, sind wieder noch aus. Ist ein Stunt-Rennen. Dann können wir das noch machen. Ja, komm, wenn wir das machen, dann ist gut. Okay, aufholen kann ich hier leider nicht anmachen. Sorry. Vor allem der Name, wer es erstellt hat. Greenoper. Kannst starten. So. Ja, also nur, dass du es wisst, aufholen ist aus. Es ist aber gezwungenermaßen von der Stelle aus. Na gut. Mein Helm. Mein Helm ist einfach voll weg. Weiß doch nicht. Ich weiß nicht, was ich für ein Auto hab. Nur ausgerechnet die langsamste Kiste, die es hier gibt. Ja, ich hab's langsamste Auto. Katastrophe. Ja, sorry. Heißt du nur Rammkanzler? Nee, das war jetzt logisch, dass die Kurve überraschend kam. Ja, die kam auch sehr überrascht, deswegen war es. Sorry! Markus, aua. Deswegen war es auch. Der Bremser. Enrico, du hast dasselbe Schicksal wie ich, hä? Nö, ich hab mir den ja ausgewählt. Oh! Oh! Sorry! Markus, mein Fehler! Ich konnte es doch abfangen. Ja. Danke. Bis wieder gerade stellen. Ja, ich bremse dann immer ab. Weil nee, ich merke gut. Dann, wenn ich weiterfahre, ziehe ich dich weg und dann war's das. Ja. Aber dann hätte ich dich, glaube ich, sogar mitgenommen. Nee. Weil ich mich, glaube ich, genau neben dich gedreht habe, sodass ich dich hätte dann runter tun können. Aber das ist gut. Passt. Ja. Oh, tschüss! Wiedersehen! Da wollte einer das Panorama genießen! Ja. Oh, wie ist denn weggefilmt? Tatsächlich! Oh, eine gute Aussicht, Leute! Ich hab das schon kommen sehen! Wieso? Wo will er denn hin? Guten Flug! Oh, Mann! Reveille, Zeugen. Aber Strecke ist bis jetzt ganz cool, muss ich sagen. Ja, ich hab vor allem den Rico anschießen sehen, hab gedacht, will er nicht langsam mal bremsen? Wer bremst, nee, verliert. Genau. Ich komm ja wieder an euch ran, das ist nicht das Problem. Denke ich. In der drei Runden, genau. Ah, fuck. Warte, Alter! Einmal Spur wechseln reicht, Sven! Und nicht fünfmal! Oh, Alter! Ich noch geradeaus! Ja, du bist aber genau dem Moment, wo ich immer wieder ansetzen wollte, zum Überholen, bist du rübergezogen. Nee, Lieben. Der einzige, der Schlangenlinien gefahren ist, bist du, gell? Nee, ich hab's in direkt dahinter. Nee, ich hab's in meiner Aufnahme. Der hat mir in dem Moment immer wieder die Bahn zugemacht, als ich gerade ansetzen wollte. Das ist doch gut so. Und deswegen hab ich da das Auto verloren. Weil dann einmal einer zu viel war. Aber, wie gesagt, gut verteidigt, alles gut.
Boah. Suchen Sie den Grip? Oh, sorry. Markus. Sorry, mein Fehler, ich bin alles reingekommen. Alles gut. Ah, ich musste bremsen, das war eine scharfe Kurve. Ja, mit scharfen Kurven kennst du dich aus. Perfekt. Ich weiß nicht, es war genau perfekt für beide die Einladung. Oh, Alter. Zwei dumme Eingedanke, ich bin der Gedanke. Ich bin nicht Fahrrad, die Strecke macht wirklich Gaudi. Ja. Lass mich raten, Markus führt. Nee, ich bin Dritter. Okay. Wenn ist Erster. Okay. Da ist ein Fehler an der Matrix. Ja, stimmt. Kev fährt vorne mit bei dem Rennen. Aber nur weil es den Rico rausgeschossen hat. Wenn wir gleich zurückgucken, dann fliegt wieder ein Auto. Wissen wir, er hat es wieder nicht geschafft in der Kurve. Ja. Hm. Nein! Wo wir gerade dabei sind. Ich glaube, es war sogar die gleiche Ecke. Achtung, jetzt die rein, Markus. Ah, verdammt! Wieso scheiß Leitbank immer wieder? Normalerweise, Sven, hörst du das von Kev, ne? Achtung, ich ziehe jetzt rein. Normalerweise, ich treibe. Kevin kommt einfach nur. Ich ziehe jetzt raus. Macht er eh nie. Der Lufttropfen ist schon drin. Da hat er keine Lust. Oh! Entschuldigung. Alles gut, ich hab mich nur erschrocken. Bisher ein faires Rennen, muss ich sagen. Ja. Was kommt in der letzten Runde, das große Gedränge? Da will jeder das Safety Car. Ich bin das Safety Car, was hinten ranfährt. Oh, Alter! Was war das denn jetzt, Sven? Oh! Sorry? Das war es aber jetzt du selber, Sven. Ey, ich hab die Kurve nie gekriegt. Ja, du hast meine Schuss gehabt. Deswegen habe ich dich ja mitgenommen, aus Versehen. Weil du bist irgendwie über mich weg oder sowas, keine Ahnung. Ach, ist das nicht eigentlich Spaß andersrum? Mann, ist der scheiß Kurve. Zweite Mal jetzt schon. Oh, das war knapp, ey. Pass auf, der Kevin steht hier auf der Strecke. Nee, alles gut, ich fahr ja schon wieder. Ich hänge ja doch schon wieder am Arsch, das kennst du doch. Ja, ich weiß, willst du mal hinten rein, weil das so ein Kerl so gewohnt ist. Boah, Alter! Hey, Kevin! Du hast aber so zugezogen in dem Moment. Ich war schon neben dir mit der Nase. Jetzt kommt doch mal bitte schon Markus wieder. Oh, sorry. Ja, ja, da wollte ich eigentlich gerade nur ansetzen zu überholen, Sven. Da habe ich nicht doll genug gebremst, sorry. Das war's dir jetzt selber. Komplett untersteuern, ey. Von dem Rico hört man gar nicht mehr. Der genießt noch mehr das Panorama. Schon wieder rausgeflogen oder was? Nee. Nö, der fährt gemütlich da hinten sein Ding und guckt sich die Umgebung an. Die Landschaft an, ja. Na. Ach, Mann. Da haben wir es doch noch auf einer guten Note zu Ende gebracht. Das Rennen war aber relativ fair, ne? Ja. Mhm. Das Beste war natürlich halt Rico. Wie ich den weggeschossen habe. Ich dachte, will er ihn langsam bremsen? Ich sehe nur noch fliegen, ey.
Enrico, da war gut. Kann man nicht anders sagen. Ja. Es hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nö, das war genau vor 10 Uhr. Ja. 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 Guckt auf die Uhr. Passt. Strecke ist gut. Strecke war logisch. Die kann man öfters machen. Ja, zu Wetze. Erster. Voll dich verdient. Ach, nee. Nee, es war eine schöne Runde, Leute. Ich danke euch erstmal nochmal. Ja, heute ja. War schön, ja. Okay, heute war nicht viel Mimimi dabei. Ganz kleines bisschen, aber es war okay. Was hat man das nächste Tag? Lässt ihm Sinn. Mann, ich will weitermachen. Ich talk jetzt gerade. So. Leider nicht. Rock.